Hallo Leute, Sin hier und willkommen zurück zu Hydroneer. Ich habe hier nur wenig gemacht in der Zwischenzeit. Mir sind nämlich ein paar Sachen aufgefallen. Nämlich vom Setup her müsste ich hier eine ganze Menge umbauen, weil dadurch, dass ich hier zur Seite das Wasser rauslasse, hat sich die Problematik ergeben, dass wenn ich hier ein Förderband irgendwo stellen will, dass das alles gar nicht so gut ist. Ich meine, die Höhe würde zufällig tatsächlich passen, aber ja, ist nicht gut gebaut. Also man müsste halt gucken, dass man das hier runter tropfen lässt, dann Förderband zwischen und dann das auch wieder nach unten tropfen lässt. Das habe ich also völlig falsch gebaut. Das würde ich dann später nochmal umbauen. Und dann ist mir aufgefallen, dass gar nicht alles gewachsen ist. Also hier vorne zum Beispiel, guck mal, es ist nicht gewachsen. Das ging mir bei den Tomaten auch schon so, die habe ich schon abgeerntet. Da habe ich mit der Sichel dann das Saatgut wiederbekommen, was ich investiert hatte. Ich weiß nicht, ob das so angedacht ist oder nicht, ob das sowieso ein Random Bug ist oder nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich schon mal drei Suppenschüsseln mit Tomaten voll befüllt. Das heißt, wir können drei Quests abgeben. Und das ist natürlich auch klar, warum es, sage doch, diese vielen Suppenschüsseln gibt. Weil ich dachte, wir machen jetzt einen auf Lieferung. Und ja, mir fehlt jetzt zwar noch hier die Frischhalt- oder die Warmhaltebox. Aber erstmal ist das jetzt der Weg. So, dann gucken wir noch mal, wo wir hier wen finden. Ach, guck mal, hier vorne ist zum Beispiel noch jemand, siehst du? Das weiß ich gerade nur nicht. Ob wir den. Ja, der hat. Nee, der ist neu. Der hat eine 18. Dafür habe ich es nicht angemischt. Na, mal gucken, ob das so liegen bleibt. Ja, okay. Dann fahren wir noch mal ins Dorf. Ein Stück weit die Frage, wo wir noch überall Leute finden, die was haben wollen. Hier erstmal nicht. Vorhin stand einer ja da hinten unten. Mal, ob wir da jetzt drankommen. Kann man da bis hinfahren? Steht er da noch? Ja. Ob wir da hingefahren kommen? Naja, vielleicht hier, ne? Mal gucken hier. So. Dann werden wir doch gleich mal gucken. Was brauchst du denn? 15. 15 haben wir hier zum Beispiel. Da steht jetzt unten links. Ich habe nämlich gefragt, okay, wenn ich jetzt mehrere Schüsseln davon habe, woher weiß ich denn, welche ich für wen verwende? Und ja, unten links steht's. 15. So, und dann haben wir hier nämlich auch die Möglichkeit, das ganze Zeug mitzunehmen. 112, sehr gut. Wo ist es? Komme ich dann auch ans Geld ran? Wo ist denn das jetzt? Ach, da oben drauf. Okay, perfekt. So, der geht weg. Kommen wir hoch? Ja, perfekt. Easy. Schade, richtig Kraft hier, das Quad. Der hat keine Anzeige. Kommen wir mal kurz hier lang. Ob hier einer ist oder läuft. Sieht nicht so aus. Ich weiß gerade gar nicht, ist da Geld drin? Ich muss nämlich das, glaube ich, das Geld mitnehmen. Ich würde sonst noch mal ein paar Schüsseln kaufen. So, perfekt. Ah, sieht so aus, das könnten wir mal wieder nachtanken, ha? Also das Quad verbraucht echt gut Wasser. So. Und perfekt. Okay, ist anscheinend voll. Hier ist und steht keiner. Genau, nehme ich das Geld gleich mal von hier mit. Das ist nämlich hier drüben drin. So, 3 Mille. Na, ob das so reicht? Ja, perfekt. Okay, mehr war hier nicht. Das ist mir schleierhaft. Dann müssen die anderen weiter vorne sein. Ich würde mal trotzdem immer hier rumfahren, nur um sicher zu gehen. Genau, hier ist nämlich der Markt. Dann kann ich hier gleich nochmal ein paar Schüsseln kaufen, wenn ich mehr Quests annehme. So, und weil ich hier ja eh die Coins abladen kann.
Na? Na? Na. Fast. So. Und tada, 270. Ja, ne? Und dann nehmen wir dann von noch einen für 150 kostet, ne? 156, wie viel haben wir? Wir haben ja bis jetzt Tomaten mit Möhrchen. Und dann brauchen wir hier je nach Sorten. Wie viele Sorten haben wir denn hier noch? Blumensamen. Ist die Frage. Ach so, dafür der Blumentopf, hä? Da kann ich also Deko machen. Buschsamen, Birkensamen. Das ist gar nicht zum Essen gedacht, hä? Zum Essen ist das hier. Rote Beete. Karottensamen gibt es gar nicht mehr. So, nach dem Motto habe ich jetzt, muss reichen. Oder gibt es hier noch welche? Nee. Aber das heißt, 1, 2, 3, 4 brauche ich noch. Also noch 5 insgesamt von den Dingern, dann hätten wir alles. So, wo ist das Geld? Da ist das Geld. I got the goods if you got the cash. Ja, aber logisch. So, wie viel nehmen wir da noch mit? Nochmal 3. Und dann können wir in Zukunft nämlich den großen Wagen nehmen. So, dann gucken wir doch mal hier. Was wir das mal hier irgendwie raufkriegen. Ja, da ist nämlich die Kollision. So. Ja, mit dem Geld. You won't find better prices than these. Okay. Was ist das hier eigentlich? Achso, noch ein Kochtopf. Ne, achso, ah, hier. Ah, alles klar. So, dann weiß ich jetzt zwar immer nur noch nicht, wo ich das Zeug hinfahren soll, aber gucken wir mal, ob es da hinten los. Du willst was haben? Sure, I'm hungry. Ah, guck mal. Auch ein guter Preis. Nehmen wir mit. Ja, das sind halt, sagen wir mal, die Bürde fürs Farming, dass man halt gucken muss. Wo muss ich es abliefern? Ja, vor allem das da, ne? Ah. Ja, da muss man so einen Claim irgendwie vernehmen. Und da ist dann wahrscheinlich der Bulldozer, den wir haben, schon ganz gut. Da oben war nichts, glaube ich. Achso, Moment mal. Da fahre ich nach oben. Ja, dann gucke ich gleich nochmal, wenn wir eh schon mal hier sind. Dann fahre ich sonst da drüben runter. Sprich, in der Weltgeschichte findet man auch Leute, die was haben wollen. So, hier nicht. Ja, wer will auch hier schon sein? Würde mich aber nicht wundern, wenn der Typ da drin auch irgendwann mal was haben will. Ist eigentlich hier oben mittlerweile irgendwas? Das hat man uns gar nicht angeguckt. Lagerfeuer ist aus. Erinnert mich gerade ein bisschen an Walheim, muss ich sagen. Los, vorwärts jagen. Los, vorwärts jagen. Ah, auch nicht. So. Na, schaffen wir das? Das schaffen wir, oder? Ja, easy. So. So, hier irgendwer. Hier in den kalten Regionen ist keiner. Hallo, die Brücke ist anders, hä? So. Was willst du denn haben? 15. Das ist die Suppe hier. Genau, 15,3. Perfekt. So, dann her damit. 117, perfekt. So, dann fahre ich jetzt mal am besten hier nach oben. Ich weiß nicht, ob ich hier oben jemanden gesehen hatte, der was will. Aufpassen, hier nicht zu sehr langballer. Der offensichtlich nicht. Ah, da passe ich gar nicht durch, ne? Das ist das alte Gemäuer, ist nicht für Autos gedacht. Ne. 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 Ne.
So. Wendig. Schön wendig ist das Teil. Oh, hier. Da bleiben die Räder hängen an der Kante. Naja. So, dann gucken wir doch mal. Da steht keiner. So, was willst du hier haben? Me some stuff. 21, perfekt. Dann haben wir hier unsere 21er Suppe. That's a reasonable So. broth, that is. Ja. Oh, das ist auch okay. I reckon Bridgeport would be So, equally poor for dann. brick Wo ist denn gold, das yeah? Geld? Okay, das liegt da zumindest schon mal gut. Das andere Geld muss ja hier auch irgendwo rumliegen, hoffe ich. Genommen hatte ich es zumindest. Wer weiß, wo das jetzt hier rumschwirrt. Ja, das müssen wir dann mal gucken. Nicht, dass es irgendwo in der Luft rumhängt. So, wo wir schon mal hier sind, wenn mal da drin wollen auch Leute, ne? Haben wollen, brauchen die was. Liegt drüben 9. Hier ist jetzt keiner, der was braucht. Gibt es hier nicht was Neues? Nee, ne? Nee. Nee. Fischeimer. Lagert nur Fisch. Okay. Brauche ich jetzt nicht. Das haben wir schon durch, das Thema. Oh, hier ist auch keiner, der was will. Okay. Fahren wir mal wieder ab. Die Suppen sind alle abgegeben. Das passt dann soweit. Da. Ah, die Physik hat sich eindeutig verändert. Das wäre früher nicht gegangen. Da. Hat schon was. Und das war mein liebster Laternenfall, ne? Bin ich ständig gegengefahren. So, jetzt müsste ich eigentlich. Wann geht das? Ah, Kopf einziehen, aber. Ah, hier. Das geht nicht. Ah, jetzt geht der Rückwärtsgang nicht. Na gut. Noch dichter ran ging also nicht. So, dann gucken wir uns mal an. Ob die anderen Sachen hier mittlerweile gewachsen sind? Ne. Wächst nicht. Gut, machen wir das mal aus. Manche Sachen wachsen einfach nicht. Weiß ich nicht, warum das so ist. Und wegsicheln konnte ich das, glaube ich, auch nicht. Nee. Geht nicht. Der Samen ist weg. Ah, hier auch. Schade. Na gut. Dann soll er zu Sa den Samen vergessen. Hä? Hat da links die Möhrchen schon rausgezogen? Ich dachte nicht. Ne, lass mich los. So. Ja, hier sind dann noch etliche nicht gewachsen. Merkwürdig. So, haben wir hier noch das, was offen hier. Perfekt. So, das kann dann alles mal da rein. Ja, das ist dann jetzt die Frage, was man mit den Löchern anfängt. Gut, ich muss sowieso umbauen. Ja, schön rein da ins Köpfchen. Ja. Ja. Okay. Dafür ist das Körbchen echt gut. Schön gemacht. Wir haben wenig Märchensaatgut. Ich würde das eh alles nochmal umbauen zum Zwecke der Förderbänder irgendwie. Und dann brauchen wir auch gar keinen Mähdrescher. Also zumindest nicht hier auf der Ebene unten.
Was brauchen wir hier? 9 Karotten. Und können wir ja gleich mal nehmen, was hier irgendwie ist. So, 1, 2. Na, na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das wirst wahrscheinlich. Ja, guck mal, so viel werden wir gar nicht brauchen. 2,6, 4,4. Wie viel ist? 9. Und eine noch. Ja, glatt 10. Okay. Haben wir halt ein wenig über. Einmal Corrupten Suppe. Können wir das gleich mitnehmen? Schade, dass das Quad hier nicht runterkommt. Ich werde das mal mit hier hochnehmen. Karottenzehen, perfekt. Hm. 18 geschnittene Tomaten, Wahnsinn, wird auch immer mehr. Bin nicht sicher, ob wir da genug haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. 10, 15, 16. Das müsste reichen. Saatgut haben wir auch noch etliches. Gucken wir doch mal, wir brauchen jetzt 18. Und dann haben wir schon fast 2. Ja, mir ist auch so. 6,6. Nee. Na, jetzt. Und kommt relativ gut zusammen tatsächlich mittlerweile. Haben wir auch da genug Anbaufläche. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Na gut. Da haben wir jetzt 17,7. Ja, klasse. So, wo ist das? Das Schälchen. Achso. Haben wir noch gar nicht hier, ne? Da wird die Rolle runtergeholt. Bin ich ja völlig von der Rolle. So. Ich mal hier wieder Wasser befüllen. Hat ein bisschen was vom Cooking Simulator vielleicht, ne? Ja, kann man auch erkennen, was drin ist. Perfekt. So, dann nehmen wir das mal mit. 8 Karotten, 6 Tomaten. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt angemischt wird. Können wir direkt mal probieren. Warte mal. 6 Tomaten. So, fangen wir erstmal mit den Tomaten an. 6 Tomaten. So, da haben wir unsere 6 Tomaten. Okay. Und dann machen wir nochmal 8 Karotten. Ja, fast. So. So, dann müssen wir noch welche schneiden. So, wir haben knapp 5, 6, 7, 8. Vielleicht reicht das. Nee, das reicht nicht. Und 8. So, kann ich das jetzt wieder reinschmeißen? Ja, kann ich. Wie sieht's aus? Da sind beide zu sehen. Okay, cool. Achso, brauch nochmal hier so ein Top. Vom großen Top im kleinen Top. So. Wasser auffüllen. Ja, geht. Okay. Da konnten wir die Sachen gleich ganz gut machen. Oh. Ja, so viel dazu. Schön. Das sieht gut aus. Die Küche wird in Gang gebracht. So, dann bringe ich mal die Schalen hier noch runter.
So, mehr Rollen haben wir hier nicht liegen, sprich, mehr Aufträge haben wir nicht. Aber immerhin. Wir sind quasi ein Ein-Mann-Lieferunternehmen. Ein-Mann-Lieferheld quasi. Machen wir stapeln. So, ne, so. Und irgendwie sieht das aus, als ob ich das Geld irgendwo vergessen hätte. Ich weiß nicht, mal gucken. So, was ich jetzt machen muss, ist das Auto, ne, resetten. Oder hatte ich das andere, die anderen Coins schon abgegeben? So, Rückruf nächstes Fahrzeug. Okay, perfekt. Kofferraum ist drauf. Ich würde das mal umlagern. Oder? Lohnt sich das? Nee, ne? Noch nicht. So. Perfekt. So, dann kommen wir her hier. Gott sei Dank läuft sie nicht aus. Und dann auch noch die teure Suppe. Oh. Da, aber, ne? Unser Magic Move verhindert, dass da was auskippt. Genau, das hat jetzt hier einen entgegengesetzten Effekt, quasi antimagnetisch und so. Dann fahren wir das doch nochmal weg, würde ich sagen. Der erste war doch schon hier vorne. So. 18 Tomaten. Hä? Das habe ich doch gar nicht gemacht, oder? 17,1. 18, 17,1. Kriege ich das nachgekippt? Moment. Mir ist leicht verwirrt. Ich meine, es ist kein Unterschied zu sonst, aber jetzt fällt es mir mal auf. 17,1. Hat die Flüssigkeit verloren, weil ich es umgekippt habe? Bestimmt. Daran liegt's. Tomate. So, das muss jetzt ja mindestens 0,9 sein. Da 1,5 noch was. So, das kann ich ja hier wahrscheinlich nicht reinschmeißen. Ne. So, kann ich das da noch reinkippen? Nein, es gibt nicht. Oh nein. Warte mal. Geht das andersrum? Kann ich das hier wieder zurückkippen? Kann mich hier nicht hinstellen. Schade. Nein. Kann das hier auch nicht umkippen oder so? Oh na. Nein! Ja, und nu? Wie konnte mir das denn jetzt passieren? Nehme ich es trotzdem erstmal mit. Achso, ich kann jetzt aber hier noch mehr Automaten nachkippen, ne? Ja, das würde gehen. Verdammt, ich krieg das hier nicht mehr. Das bleibt jetzt so in der Form. Ah. Ups. So viel dazu. Lass mich das da reinkippen. Was bestimmt nicht gehen wird, ist, wenn ich ihm zwei Schüsseln gebe, oder? Ich probiere das jetzt mal aus. Oder von Schüssel in Schüssel. Versuch macht klug. So. Links-Klick, rechts-Klick geht nicht. Ja. Ja. Ja, es deckt halt auch nicht. Ach Mann, 3,4. Ja, das ist was, das kann ich jetzt verkaufen dann, ne? Mist. 3, nur hoffen, dass die anderen Sachen passen. Dann würde ich mal hinter zum Pharmamarkt fahren und mal die 17 hier verkaufen. Oh, ich beiß mich gerade so in den Hintern, ne? Naja, es ist wohl nicht die erste Sache im Leben, die schief gelaufen ist. So.
Gott sei Dank ist der Markt auch nicht weit weg. Ist aber nicht so, dass er das geändert hat, oder? Das wäre ein Ding. Oh, was ist mit denen da oben? Steht ja hier in der Walachei rum. Ah, hier, guck mal. Zwiebeln. 111. Wird langsam mehr. Und unterschiedlicher. Da steht noch einer, aber der hat keine Blase über sich. Also nicht aus der Entfernung zumindest. So, was ist mit dir da hinten? Du wolltest die Kombi haben. So, und die Kombi ist das 6 und 8. Perfekt. Ja, gerne. Wenigstens eine Sache, die funktioniert. 138, perfekt. So. Dann nehmen wir das hier. Tada! 300. Plus das, was hier schon liegt. Dann können wir das zweite Teil holen. 415, Wahnsinn. Oh, dann kann ich doch hier sogar so ein drittes holen. Ja. Mache ich, dann kann ich das gleich für die Zwiebeln benutzen. 103. Körbchen nochmal. Eins für Tomaten, eins für Dingenskirchen. Möhrchen. Ach komm, ja, kostet nicht viel. Nehmen wir später mit. So. Dann haben wir noch eine Suppe drauf. Achso, warte mal, ich könnte es ja hier verkaufen. Ach nee, das waren ja die Missglückten, oder? Genau, 3,4. So, hier 17,1 Tomaten. Naja. Okay, es steckt hier oben nicht. Und hier ist noch eine Karottensuppe übrig. Ich wollte gerade sagen, die Schüsseln bleiben stehen, das ist gut. Ah, hier. Jo, perfekt. So. Dann fahren wir mal weiter. Ab ins Dorf, würde ich sagen. Dann bist du irgendwo der letzte Mohikaner sein. Oder? Hier sitzt auch einer. Schon ganz cool mit den ganzen Leuten jetzt so. Da stehen, da sitzen Leute. Ah, wo habe ich denn den Quest jetzt wieder angenommen? Oder war das in dem anderen Dorf da hinten? Oh, tanken. Hier ist er, Sprit aber echt verdammt schnell aufgebraucht. Nee, falscher Knopf. Und nicht getroffen, perfekt. Wieder nicht. Jetzt. So irgendwie. So richtig will er nicht. Jetzt. Okay. So, da kommen wir nicht hoch. Müssen wir einmal hier rumfahren. So, da hat auch keiner so eine Sprechblase. Bin immer auf der Suche nach Geld. Geld, Geld, Geld. Immer dreht sich nur ums Geld. Ja. Geld ist eben alles im Leben. Geld ist Ernährung. Gesundheit. Freizeit. Luxus. Alles hat mit Geld zu tun, leider.
Da. Gott sei Dank ist die Map nicht so groß. Dann gucken wir doch mal. Hier ist ein neuer, glaube ich. Ja, perfekt. 119 dieser Dinger, auch okay. So. Ne. Aber irgendwie war mir so, hier ist doch jetzt gar keiner, oder? Doch. 9 Karotten. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht, oder? 10. Doch, 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 doch. Perfekt. Ja. Ja, gerne. Schließlich kriege ich auch was dafür. So, unser Lieferservice hat seine Tour jetzt erstmal beendet. Nochmal 100. Perfekt. Na, wo ist es da oben drauf? Bleibt das da oben drauf? Ja, sehr schön, sehr schön. Jut. Genau, dann fahren wir einmal zurück. Und dann würde ich dieses Mal off-camera umbauen. Oh. Ihr Stuntman. Bei der alten Physik wäre doch die Karre völlig durch die Gegend geflogen, oder? Obwohl das ja, dieses Bunny-Hopping auch schon ganz schön merkwürdig ist. So, was brauchst du? 18. 18 Tomaten. Na gut. Aber nicht mehr heute. So. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Abo und einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.